Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Zurück aus Prag. War ein richtig anstrengender Tag. Allgemein anstrengendes Wochenende. Fahrt war richtig tot und auf jeden Fall heute, überraschenderweise, mit dem Recap vom Event und einem kleinen Vergleich und sowas. Und dann kommen erst die Videos im Verlauf der Woche, anstatt dass ich jetzt die Videos hochlade und dann am Ende ein Recap mache, weil am Samstag ist bereits Amsterdam oder Amstelveen, wie man es nimmt, und manche überlegen sich noch dahin zu fahren. Deswegen wollte ich hier das Recap, meine Erfahrung von Prag erstmal und der Vergleich zu Oberhausen erstmal posten, damit die Leute halt mehr Zeit haben, dann drüber nachzudenken. Und dann, wenn ich es am Ende posten würde, nach den ganzen Videos, wäre es zu knapp und das würde den Leuten dann nicht mehr helfen, sich für Amstelveen zu entscheiden. Ich werde wahrscheinlich leider nicht dabei sein, so wie es momentan aussieht, aber schauen wir mal, wer weiß, was passieren wird. Prag an sich war okay, war lustig. Paar richtig krasse Pokémon gefangen. Mehr dazu, wie gesagt, im Verlauf der Woche. In der Früh aufgestanden, 6 Uhr, alle frisch gemacht und dann direkt zum Einkaufszentrum. Die Jungs wollten sich anmelden. Savas und Koga hat dann doch noch ein Ticket bekommen, also die zwei wollten sich anmelden und ab da hat schon angefangen, richtig viel Chaos, richtig viel Action. Wir wollten natürlich alle Spawns abgreifen, schnell anmelden. Wir haben auch versucht irgendwie, dass wir Tickets bekommen. Was schon mal bereits der erste Punkt ist. Ich habe ja erzählt, in Oberhausen, da ging schon irgendwas unter der Hand und jeder dachte, ja, Prag, Tschechien, da geht es dann noch leichter. Und nee, das ging da viel, viel schwieriger, weil es alles viel kleiner war. Es war auf engstem Raum. Es war nur ein Zelt da. Anmeldung war echt eng. Lange Schlangen. Zumindest wo wir da waren, waren die Schlangen nicht so lang. Aber ich habe gehört, später wurden die Schlangen immer länger. Und da war es echt schwierig. Ein Kollege von uns hat es geschafft. Aber er hat auch, musste 20, 30 Minuten drum kämpfen und streiten und sowas. Also, das war es uns dann doch nicht wert. Also, man kriegt eine neue Medaille. Das stimmt. Koga hat jetzt zwei. Die sehen gleich aus, nur ist das Datum anders. Aber das war es mir jetzt nicht wert, dass wir da irgendwie da zu viel Zeit verplempern. Ihr wisst, ich hatte einen Grund. Ich hatte mehrere Gründe, aber der Hauptgrund, wieso ich gekommen bin, 100% Kangama. Das hat mich echt beinahe jeder danach gefragt. So viele Leute haben danach gefragt und gefragt, ob ich schon habe. Und ja, war lustig, wie immer. Schön, die ganzen Zuschauer zu treffen. Ich habe gesagt, ich komme nur für mich diesmal. Und Oberhausen war für die Zuschauer und so und dass wir uns alle sehen. Und Prag nur fürs Scannen. Hat trotzdem in der Früh noch so viele Fotos gemacht, wie es ging und mit allen Leuten gechillt. Und dann mussten wir leider los, die Jungs haben Stress gemacht. Aber war lustig und überraschend viele Zuschauer und Deutschsprachige. Meinte Spieletrend auch, also der war auch im Chiller-Modus eigentlich. Ist mit Nicht-Pokémon-Freunden gekommen und wollte auch ein bisschen chillen und dann sich die Stadt anschauen und er war auch überrascht und überwältigt von den ganzen Zuschauern. Und ja, Shoutout an dich, Spieletrend, leider nicht so viel miteinander gemacht, aber wenn ein krasser Spawn ruft, dann muss ich los. Einkaufszentrum an sich, kleiner, es war nicht so voll, was eigentlich gut ist, aber die Stops, kein Vergleich zu Oberhausen. Und ich will nicht sagen, dass die meisten verwöhnt waren von Oberhausen, aber anscheinend war Prag echt, also das Einkaufszentrum Sunny Moss, nicht so top. Die hatten nicht so gutes WLAN und Internet und es gab viele Probleme. Aber selbst wenn man reingekommen ist, die Stoppdichte war nicht so überragend. Also da war es echt ein bisschen low, ein bisschen schwach. Ich hatte kein Ticket, aber was ich so mitbekommen habe und dann auch von den Jungs, wo ich mal reingeschaut habe, wie die Stoppdichte und so ist, wie das Spiel aussieht, war echt nicht so überragend. Keine Ahnung, wie es in Amsterdam läuft, Amstelveen, wie das Zentrum da ist, wie viele Stops es da so gibt. Also Oberhausen auf jeden Fall Nummer 1 in dem Fall. Aber ansonsten Einkaufszentrum schön, coole Sachen. Die Lounges waren auch cool, groß. Auch da ein paar Leute getroffen. Also an sich das Event dort war okay. EP-technisch halt, wenn man richtig hart grinden will, war es halt kein Vergleich zu Oberhausen. Das war das ganze Zeug zum Event und Einkaufszentrum. Bestechen ging diesmal nicht so leicht. Oder sich irgendwie ein Ticket ergattern. Stops-mäßig schwächer als Oberhausen auf jeden Fall. Internet und so auch schlechter, aber im Großen und Ganzen eigentlich cooles Einkaufszentrum. Dann das Event an sich, die krassen Spawns und so. Wir haben sozusagen Perch-Snipe Prag gemacht und da alles abgegriffen, was ging. Es kam sogar 100% Relaxo, aber das kam erst am Sonntagabend. Also wir sind Samstagabend gefahren, also den haben wir nicht erwischt. Aber ein Kollege von mir. Und es war auf jeden Fall ein Erfolg, richtig krasse Pokémon sind gekommen. Wie gesagt, mehr dazu im Verlauf der Woche. Aber was ich ansprechen muss auf jeden Fall im Vergleich zu Oberhausen,
was für Pokémon gekommen sind, wie viele und all dies das. Damit man sich Gedanken machen kann, ob sich ein weiterer Besuch, für mich wäre das dann der dritte, lohnen würde. Für manche vielleicht der zweite dann. Und zwar Amstelveen. Und zwar, es gab andere Pokémon. Zumindest die Spawnraten der Pokémon war anders. In Oberhausen war zum Beispiel Miltank auch ein Event-Pokémon, aber der kam, glaube ich, so fünfmal. Ich habe, glaube ich, zwei gesehen, einen gefangen oder so in Oberhausen. Und in Prag war das viel, viel mehr. Also wir haben sogar einen 100% Miltank gefangen und es kam, glaube ich, drei rein oder so. Also so oft kam Miltank und dafür kam aber zum Beispiel Pokémon wie Voltilam und Lavita viel, viel weniger in Prag. Ich habe, glaube ich, fünf Lavita gesamt gefangen. Davon war eines der 100er, den wir angefangen haben. Und die anderen vier wild. Also der Unterschied war schon richtig groß. Chanera habe ich auch kaum welche gefangen. Und Voltilam auch nicht. Also die Spawn-Dichte war, glaube ich, auch viel, viel geringer. Also die haben es, glaube ich, runtergedrosselt, weil ich habe kaum Candies gemacht. Wie gesagt, fünf Lavita gefangen. Ich glaube, zwei Voltilam. Um die 10 Chanera. Und ansonsten halt viele Starter-Pokémon. Macholos waren wieder am Start. Shigi, Bisasam, Glumanda. Von denen gab es natürlich auch Massen auf 100er, falls ihr noch welche braucht. Diesmal auch Endivier, Vollriegel und Kanimania, also alle drei. Weil damals in Oberhausen gab es ja drei Events am selben Tag. Und die haben es so aufgeteilt, bei jedem Event gibt es ein Gen 2 Starter Pokémon. Und dieses Mal gab es halt nur zwei Events an dem Tag. Und die haben dann anscheinend bei jedem alle drei Starter von Gen 2 losgelassen. Was das für Amstelveen bedeutet, kann ich nicht genau sagen. Werden wieder alle sechs Starter kommen. Dann wäre das natürlich gut für die, die von jedem noch einen 100er brauchen. Gomez lief für das Event und wird auch für Amstelveen laufen. Und wir hatten natürlich Philipp dabei. Wie gesagt, Perch Knight, das ging richtig krass ab. Es haben so viele gespendet und so viele Leute waren da in der Gruppe und haben... Das war so verrückt. Wir sind die ganze Zeit gefahren und die Straßen waren voller Autos. Ich schaue nach links. Ich schaue Leute in mein Auto und grüßen mich. Für Amstelveen ist Philipp, glaube ich, auch am Start, aber... Aber ich weiß nicht, ob so viele Leute kommen, dass der Perchnet Bot laufen wird und er Perchnet dort drüben veranstalten kann, aber am besten fragt ihr Philipp dafür. Und es haben mich auch so viele Leute nach Philipp gefragt und ich wurde so oft angesprochen. Ich habe so gehört, Perchnet hier, Perchnet da, demnächst Perchnet Berlin und sowas. Also das geht schon ab. War echt lustig zu sehen, wie so andere Leute auf uns reagieren. Zum Beispiel habe ich auch von so vielen Leuten gehört, ja, wir haben Birgit da gesehen, Birgit hier gesehen, Birgit echt krass. Das fand ich ernst witzig. Oder bei Tati. Immer wenn Tati angesprochen wurde, erste Frage, bist du schon Level 40? Richtig lustig. Und allgemein die Jungs, also die mussten auch ein paar Fotos machen. Echt lustig. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich glaube, das war's. Am Abend sind wir noch zurück zum Zentrum gefahren, haben da noch ein bisschen gechillt, bevor wir wieder gefahren sind. Also war chillig. War nicht so effektiv und krass wie Oberhausen. Aber trotzdem eine coole Aktion, cooler Tag. Und auch viele von euch trotzdem noch getroffen. Was mich immer freut. Und Fazit, es war schlechter als Oberhausen, aber dennoch top und lohnenswert und dementsprechend würde ich euch trotzdem Amsterdam empfehlen. Das ist echt eine coole Aktion, sollte man auf jeden Fall miterlebt haben, egal wie oft man es schon gemacht hat. Und mal schauen, ob ich dabei bin, aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr Prag fandet, falls ihr dort wart. Falls nicht, überlegt ihr euch nach Amstelveen zu fahren. Wenn ja, dann schreibt es auch unten in die Kommentare. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.